Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Ja, das war also ein wirklich bewegendes Interview mit Philippa Strache über dieses Strache-Drama, das derzeit die österreichische Innenpolitik, aber auch den Wahlkampf in den letzten Tagen bestimmt. Und darüber wollen wir jetzt gleich sehr kritisch reden, analysieren und vielleicht auch ein bisschen nach vorne schauen. Was bedeutet dieser Strache-Super-GAU jetzt in den letzten 3 Tagen für die FPÖ? Kann der die Wahl noch beeinflussen? Kann möglicherweise noch alles auf den Kopf gestellt werden bei dieser Nationalratswahl? Darüber diskutieren wir mit Sebastian Born-Menner und Gerald Gross, Servus. Die 2 deklarierten Streithähne dieses Senders. Sie hassen sich bis aufs Blut. Eigentlich haben beide gesagt, nie wieder werden sie miteinander diskutieren. Mir bleibt nichts erspart, der sitzt jetzt wieder da. Er hat den Gross, glaube ich, auf Instagram blockiert. Der Gross hat dich, glaube ich, seit Ewigkeiten auf Twitter blockiert. Also wenn die 2 hinausgehen, brauchen sie Bodyguard-Geleitschutz. Aber Bodyguards, Sie wissen, meine Damen und Herren, das kann in diesen Tagen gefährlich sein. Und darüber wollen wir gleich reden, welchen Einfluss haben Bodyguards auf die Wahl am Sonntag. Danke, dass ihr übrigens vor dem Sonntag nochmal da seid. Beide kommen auch am Wahltag. Das wird ganz, ganz spannend. Und jetzt stellen wir die Frage aller Fragen. Philippa Strache, also wirklich zum Teil sehr mitgenommen jetzt im Studio. Die ganze FPÖ sehr mitgenommen. Gerald Gross, ja natürlich jemand, der dieser Partei nahesteht, auch sehr mitgenommen. Nein, in keinster Weise mitgenommen, weil ich ja ein gelernter Österreicher bin und ein gelernter Beobachter der Politik. Und wenn wenige Tage vor einer Wahl so ein sogenannter Skandal auftaucht, dann erleben wir das ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass genau vor Wahlen solche Dinge dann explodieren, um ganz gezielt Wahlen zu beeinflussen. Genau heute, vor 9 Jahren, bin ich nicht in den Steirischen Landtag hineingekommen, weil wenige Wochen vor dieser Wahl eine Profiljournalistin behauptet hatte, Haider hätte 12 Schwarzgeldkonten in Liechtenstein mit 45 Millionen Euro. Nach der Wahl wurde aufgeklärt, das stimmt alles nicht, das war eine Lüge. Aber das Ergebnis war, das BZÖ mit Gerald Gross war nicht im Landtag und wurde gezielt durch eine Manipulation aus dem Landtag hinausgeschossen. Und diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und jetzt wird ein sogenannter Spesenskandal präsentiert, von dem wir nicht einmal wissen, erstens, ob er stimmt. Und zweitens, der sich auch insofern relativiert, zumal es eine Idiotie ist, eine Heuchelei, ein Pharisäertum ist, in Österreich sich über Spesenkonten von Politikern aufzuregen. Lieber Wolfgang Fellner, Paragraph 10 des Bundesbezügegesetzes räumt allen 183 Abgeordneten sogenannte Spesen ein, wo 183 Abgeordnete ihre Wohnungen über die Parlamentsdirektion verrechnen. Jedes Mitglied der österreichischen Bundesregierung und jedes Mitglied einer Landesregierung hat selbstverständlich eine sogenannte Amtspauschale, ist auch im Bundesbezügegesetz, damit er die Marketenderin, die Schnapseinladung, die Biereinladung, die Weineinladung, das Speckfest, das Käsefest, das Weinfest. Das hat ja der Herr Strache alles gehabt. Genau, und jetzt sage ich Folgendes, wenn eine Partei wie die FPÖ 15 Jahre lang, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, den Herrn Strache damals als Parteiobmann wie die Sau durchs Dorf treibt, von einem Speckfest zum nächsten Käsefest, durch jede Disco dieser Republik schleift und er dort überall Leute einladet, bei jeder Musik etwas spendet, bei jedem Sportverein etwas spendet, dann irritiert mich oder überrascht mich jetzt die Summe nicht, wiewohl ich jetzt eines schon dazu sage. Wenn sich herausstellt, was jetzt quasi ventiliert wird, dass er sich persönlich bereichert haben sollte. Ja, was heißt persönlich bereichert oder nicht persönlich bereichert? Naja, noch einmal. Das kannst du ja nie Wolfgang trennen. Fellner, du bist weder der Inspektor Fellner und ich bin nicht der Staatsanwalt Gross, ja, sondern das haben in Österreich die Justiz und Gerichte zu entscheiden, weil da gibt es jetzt anonyme Anzeigen wieder einmal. Das ist überhaupt das Neueste. Politik wird in Österreich nur mehr über anonyme Anzeigen gemacht. Wenn sich herausstellt, dass er sich persönlich bereichert hat, dann wird ihn der Teufel holen, das soll ja auch bei der Gelegenheit. Wenn sich aber herausstellt, dass das wieder einmal mehr ein Sturm im Wasserglas, wo eine gezielte Manipulation vor einer Wahl hat, ja,
dann wird am Ende des Tages als Märtyrer dastehen. Das werden wir leider Gottes erst nach der Nationalratswahl wissen, sondern der Wähler ist einmal mehr ratlos, gezielt vor der Wahl explodiert so eine Bombe und der Wähler wird damit manipuliert. Und das ist in der Geschichte, ich sage ganz ehrlich, wir brauchen keine russischen Agenten, die unsere Wahlen beeinflussen. Bei uns sitzen die Agenten in der Justiz oder in den Redaktionsstuben. Das ist überhaupt kein Problem. Sebastian Dornmehner kann sich, glaube ich, angesichts dieses Großmonologs nur schwer zurückhalten. Bitte, Sebastian. Aber ich übe mich trotzdem. Ja. Ich glaube, man muss ein paar Sachen differenzieren. Das eine ist, natürlich ist der Zeitpunkt kein Zufall. Ich glaube, dass es nie ein Zufall ist, dass vor Wahlen oder in Wahlkämpfen, ich erinnere an die letzten Bundespräsidentschaftswahlen, ganz viele Sachen ausgegraben werden. Warum? Weil auch eine erhöhte Sensibilität der Öffentlichkeit da ist. Und natürlich wird dann genau zu diesem Zeitpunkt hingeschaut. Also das ist, ich glaube, niemand braucht sich irgendwie eine Illusion hingeben, dass es ein Zufall wäre. Nein, ist natürlich nicht. Ändert aber überhaupt nichts an der Tatsache. Also wenn es tatsächlich da stimmen sollte, dass über 45.000 Euro pro Monat für zwei Personen zur Verfügung gestellt wurden, zusätzlich zu allem, was Gerald Groß gerade aufgezählt hat, dass Heinz-Christian Strache ohnehin... Vizekanzler, also der Mann war ja Clubobmann zuerst, also ich meine, das ist ja, dann das war ist ja, er Vizekanzler, Isabel als solcher Daniel hat er natürlich das Amtspauschale, das du angesprochen hast, sowieso. Und noch vieles das mehr. Das heißt, er kann die Blasmusik zweimal verrechnen, einmal auf sein Konto, einmal aufs Amtspauschale. Wenn etwas Ungesetzliches ist, und da gebe ich Sebastian Bornmehner recht, weil ich weiß, was er sagen will, da brauchen wir, da sind wir d'accord. Wenn etwas, weißt du, was er sagen will? Weil er in der Kritik an Heinz-Christian Strache und an der FPÖ berechenbar ist. In dem Fall hat er recht. Wenn etwas Ungesetzliches ist und etwas strafrechtlich Relevantes ist, dann holt ihn der Teufel. Das habe ich schon gesagt. Alles, was aber ungesetzlich einmal, nur noch einmal, bei der Gelegenheit. Schande. Wenn die Sozialdemokratie den gefallenen Kanzler Christian Kern, den Gehalt zwischen einem Clubobmann und den Gehalt zwischen einem Bundeskanzler aufbessert aus der eigenen Parteikasse und ihm ein zusätzliches Gehalt als Bundesparteivorsitzender zahlt. Oder wenn der grüne Parlamentsklub, der Grünen damals, die privaten Karten der Frau Klawischnik für den Liveball bezahlt hat, das damals in allen Medien war, falls wir uns erinnern können. Dann sage ich jetzt Folgendes, wenn jetzt der Herr Strache im Monat, und das mag jetzt 10.000 Euro, ist sehr viel Geld, das weiß ich, aber wenn er 10.000 Euro in Wahrheit wie der mildtätige Lazarus durchs Land marschiert und dort einen Tausender einwirft und dort 500 und dem Sportverein und dem Bier und dort der Kas und den zum Essen einlädt und etc., was sich halt der Mensch vom Politiker erwartet, wenn er auf ein Fest geht, dann irritiert mich es nicht. Wenn er aber die 10.000 Euro verwendet hat, in die eigene Tasche gesteckt hat, seine eigene Kleidung finanziert hat, seinen Lebensaufwand finanziert hat, dann ist das ungesetzlich und unmoralisch. Jetzt ist der Sebastian am Wort, weil er, glaube ich, will schon selber sagen, was er sich denkt. Der Punkt ist, das eine ist, wie du richtig gesagt hast, das eine ist das strafrechtlich Relevante und das generell rechtlich Relevante, das wird die Staatsanwaltschaft prüfen. Es gibt offensichtlich einen Bodyguard, der eine Aussage gemacht hat. Es wird angeblich, gibt es mehr als nur eine Person innerhalb der Freiheitlichen Partei, die jetzt gerade auspackt. Es ist das, was wir vor einigen Wochen schon besprochen haben, wo Gerald Gross noch gemeint hat, wir haben ja die große Glückseligkeit zwischen Norbert Hofer, Heinz-Christian Strache und Herbert Kickl. Jetzt sehen wir es inmitten in einem tobenden Flügelkampf. Und wenn ich eines in der Parteipolitik gelernt habe, ich habe ja mannigfaltige Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren in verschiedenen Parteien, dann ist es immer so, naja, ist kein Geheimnis, ja, dann ist es immer so, dass es die eigenen Leute sind. Es sind immer die eigenen Leute. Wenn Schmutz rauskommt, und zwar so ein intimer Schmutz rauskommt, es sind immer die eigenen Leute. Also muss man sich die Frage stellen, das ist ja nicht eine Einzeltat eines übermotivierten Bodyguards, sondern das ist ja ein System dahinter. Heinz-Christian Strache wird gerade von der Freiheitlichen Partei demontiert. Sie wollen ihn loswerden. Demoliert eigentlich. Demontiert und demoliert, weil ich glaube, das, was den Leuten endgültig die Sicherung rausgeschmissen hat, war, dass er ganz offen damit gedroht hat, quasi schon zurückzukommen. Er hat sich ja auch gemeinsam mit Philippa Strache plakatieren lassen oder zumindest auf Social Media, wo ich an der Stelle schon auch eines sagen möchte, wir müssen die menschliche Tragödie, die ich bei Philippa Strache anerkenne und ich nehme ihr die Bestürztheit auch ab. Und ich finde, das müssen wir auch sauber differenzieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob sie involviert war. Ich bezweifle, dass sie involviert war in die Machenschaften ihres Mannes. Und ich finde, da muss man grundsätzlich auch einmal einen Schutz vor der Privatsphäre. Das eine ist, klar rechtlich aufarbeiten, was ist da jetzt wirklich gelaufen. Und zwar nicht nur, was ist rechtlich relevant gelaufen, sondern was ist auch moralisch relevant gelaufen. Weil jemand, der sich hinstellt und sagt, unser Geld für unsere Leute,
der muss sich an einem anderen Maßstab messen lassen. Und wenn jetzt rauskommt, dass er nicht nur das Geld der Partei gegen geltende Beschlüsse oder an geltenden Beschlüssen vorbei eingesteckt hat, sondern auch noch die Öffentlichkeit getäuscht hat, indem er sich selber als Saubermann inszeniert hat, aber in Wirklichkeit die Taschen vollgestopft hat, dann haben wir ein Problem. Das hat aus meiner Sicht mit Philippa Strache nichts zu tun. Ich distanziere mich von dem Spott und der Häme und den Untergriffen, die sich jetzt in den sozialen Netzwerken über sie ergießen, weil ich finde, wir dürfen niemals die Menschlichkeit verlieren, auch nicht denen gegenüber, denen wir Unmenschlichkeit in gewissen Situationen vorwerfen. Ja, die war schon sehr arm heute, das muss man schon sagen. Lieber Sebastian Palmer, es freut mich einmal, dass die Abstinenz von immerhin 9 Tagen bei Ihnen auch eine Menschwerdung zugelassen haben. Sie wirken heute sehr human und auch sehr menschlich, auch durchaus vernünftig. Das ist das erste Mal, seitdem wir auf dem Tisch zusammensitzen. Also ich freue mich persönlich wieder, dass wir zusammensitzen. Aber nun zurück. Fangst du auch gleich weinen an und so weiter? Ja, bestenfalls vor lauter Freude. Aber in einem stimmt schon, Freund, Feind, Parteifreund ist ein geflügeltes Wort und das stimmt auch in diesem Fall. Auf eines möchte ich schon hinweisen. Denn das ist eine rechtliche Komponente und eine schwer verfassungsrechtliche Komponente im Sinne des Staatsschutzes. Wenn es stimmt, dass Oliver R., der Personenschützer, ja, seit dem Jahr 2015, also vor 4 Jahren, bereits an die Staatsanwaltschaft gegangen ist, als Polizist und dort quasi versucht hat, Informationen über Strache zu verkaufen, und die österreichische Justiz und auch das BVD und auch das Innenministerium hat zumindest im Jahr 2017 dann den damaligen Vizekanzler nicht gewarnt, als Amtsträger, als Amtsgeheimnisträger, als Staatsgeheimnisträger, Achtung, in deinem Belt sitzt eine Laus, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns wirklich fragen müssen, wie sicher sind unsere Amtsträger, wie sicher ist der Bundeskanzler, wie sicher ist der Vizekanzler. Wir haben in diesem Wahlkampf erlebt, dass die Partei des ehemaligen Bundeskanzlers die Homepage gehackt, also eine Cyberattacke auf die internsten Informationen einer Partei des ehemaligen Bundeskanzlers, wo nicht ausgeschlossen ist, dass der Mail-Account eines Bundeskanzlers gehackt worden ist. Ich meine, wo sind wir? Wir bringen jetzt da ein paar Themen durcheinander, aber dass diese Justiz und auch die Exekutive in dem Land derzeit ein unglaublicher Sauhaufen sagt, ich glaube, das ist unbestritten. Ich glaube nicht, dass die das absichtlich nicht gemacht haben, sondern ich glaube, die sind derzeit einfach nicht in der Lage, sowas zu melden, weil irgendein Staatsanwalt irgendwo was liegen hat, das er eh nicht bearbeitet und der wieder keinen Kontakt zu jemand anderem hat. Also, lieber Wolfgang Fellner, Katastrophe. Wenn ein Exekutivbeamter, der in seiner Nebenbeschäftigung Personenschützer eines Clubobmannes ist, eines Amtsträgers der Republik, sich 2015 an einen Wald- und Wiesenschutzanwalt wendet und sagt, ich habe Infos über den Herrn Strache, zahlt's mir Geld, kann mir keiner erklären, dass nicht durch die Alarmglocken klingeln, Strache um Gottes Willen. So. Da gehört eigentlich ein Justizminister informiert. Da ist jetzt die Frage, was hat die Justiz, was hat das Innenministerium, was hat das BVD gewusst? Ist das jetzt zum Justizminister gekommen? Dass in Wahrheit ein Verräter, ein Geheimnisverräter in der unmittelbaren Nähe des Vizekanzlers, ich rede jetzt nicht über den Parteichef der FPÖ, nicht über den Clubchef, es geht mir um das Amt des Vizekanzlers. Das ist das dritthöchste Amt der Republik. Also wir haben da, Freunde, alle miteinander einen Supergau. Wir haben einen politischen Supergau für die Justiz. Wir haben aber auch einen verfassungsrechtlichen Supergau, einen Spionageskandal. Für die Justiz, Entschuldigung. Aber auch einen sagen politischen. Natürlich. Wir haben einen politischen Supergau für die FPÖ. Ja. Denn die Frage wird ja sein, wird sich das, lieber Sebastian Bornmähner, noch auswirken in diesen letzten 3 Tagen? Und wenn ja, was ist dein Gefühl, wie sich das auswirkt? Ja, also ich glaube, dass das die FPÖ stärker schädigen wird als der Ibiza-Skandal. Und zwar deswegen, weil bei Ibiza haben sie sehr schnell reagiert, haben sehr schnell das, was sie sehr oft machen, in ihren digitalen Echokammern reingeschossen. Politisches Attentat, wir sind die wahren Opfer. Und es ist ihnen zum Teil auch aufgegangen. Sie haben 4-5% verloren vielleicht, aber sie haben stabil bei 20-21% gehalten. Jetzt ist immer mehr dazugekommen. Und diese Geschichte mit den Späßen, das nehmen die Menschen, glaube ich, dem Heinz-Christian Strache persönlich übel. Und das ist etwas, wo etwas dazukommt. Zuerst gibt es eine Form von Solidarisierung. Er hat vielleicht zu viel gesoffen. Genau. Er wurde reingelegt von der Oligarchie. Das ist zwischen einer besoffenen Geschichte und einem Neid in Österreich. Das ist der Punkt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Genau. Und saufen tun alle, aber dass einer das Geld abräumt aus der Steuerkasse. Vor allem über viele Jahre. Also ich glaube, der Punkt ist, das ist ja keine blöde Geschichte. Ich glaube, Ibiza war ja keine blöde Geschichte. Das ist das, wie sie es verkauft haben. Aber das, nicht einmal so kannst du es verkaufen. Das heißt, er hat jetzt das Problem. Und wenn man sich die Reaktion der letzten Tage anschaut, ist schon spannend. Von einem Landtagspräsidenten Kurz
Ombudsmann angefangen, über Parteifreunde aus Oberösterreich und so weiter, die alle mehr und mehr auf Distanz gehen und die jetzt schon Aussagen deponieren, die man so oder so interpretieren kann, sodass man in 5 oder 6 Tagen, falls die Bombe hochgehen sollte, sagen kann, ich habe eh damals schon gesagt, sollte dann. Also das ist man zuerst, weil die Dinge sind so schwer auseinanderzuhalten und es ist so eine unglaubliche Geschichte. Reden wir über den politischen Super-GAU. Gerald Gross, also, ja. Du hattest die FPÖ schon mal bei 25%. Du warst da sicher, die werden Zweite hier in dieser Sendung. Was ist denn deine heutige Prognose? Es gibt einen Unterschied zu Ibiza. Ibiza war der Ausdruck dessen, was in Österreich seit 70 Jahren gang und gäbe ist. Die zwei Balduins, die illuminierten Ferienstrecks in Ibiza, haben über etwas gesprochen, was alle anderen Parteien getan haben. Der einzige Unterschied zu heute ist im Übrigen auch, damals ist die FPÖ sofort zusammengerückt und es hat sich rund um die Freiheitliche Partei, und zwar bis in die kleinste Zelle, bis in die kleinste Ortsgruppe, eine Art Wagenburg-Mentalität ergeben. Und dann trotz Ibiza, und wir haben es damals besprochen, ein akzeptables Ergebnis bei der EU-Wahl zustande gebracht. Aber in Netto-Stimmen sogar gewonnen. Und das muss man ehrlicherweise sagen. Die großen Früchte, die damals geglaubt haben, auf 25-30%, die waren dann weg natürlich. Aber die Kernwählerschicht hat komplett gehalten. Das, was sich jetzt ergibt, ist Folgendes. Die Freiheitliche Partei ist nicht mehr geschlossen. Wenn aus Niederösterreich ein gewisser Landesrat Waldhäusl, Nomen ist Omen im Übrigen, also wenn ihr überhaupt einen Politiker habt, der wie ein Blumsklo aus dem Fichtenwald hat. Nein, Entschuldigung, Häusl. Nein, ich meine, ein Latrinenpolitiker aus St. Pölten und der Herr Kurzmann, die Jugendlichen und der Herr Kurzmann plötzlich hat. In die Parade fahren, auch Nomen ist Omen, Shorty. Wenn die dann plötzlich glauben, sie können große Weltpolitik machen und in jedes Mikrofon hineinbeißen, dann ist das suboptimal. Also da sollte die freiheitliche der Krisenmodus der Freiheitlichen rund um Kickl und Hofer doch ein bisschen professioneller agieren. Dass nicht der siebte Zwerg vom siebten Berg plötzlich medial abgemolken wird. Ich weiß ja, was ihr Journalisten alle wollt. Ihr ruft ja jeden an. Ihr nehmt euch die Mitgliederstatistik der FPÖ, ruft 300.000 an und irgendeiner wird schon Blödsinn sagen. Das ist ja das Übliche. Ist auch nichts Unanständiges. Ihr macht's gut. Ich mach's gut. Aber dass du wirklich zwei Vollidioten findest, okay, das hat es damals bei Ibiza nicht gegeben. Erstens, zweitens. Eines darf man aber nicht vergessen. Bei der Wahl am Sonntag tritt nicht mehr der Herr Strache an. Der Herr Strache ist seit 3 Monaten nicht mehr Parteiobmann und hat keine Funktion mehr. Bei dieser Wahl tritt Norbert Hofer an und Herbert Kickl. Ein Duo. Herbert Kickl ist aus meiner Sicht ein unbestechlicher Asket. Das war er immer. So habe ich ihn auch vor 20 Jahren kennengelernt. Eigentlich einer der sogenannten Anständigen. Man kann politisch über ihn diskutieren. Seine Politik gefällt mir. Ihnen gefällt sie nicht. Aber er ist, was er ist. Er ist ein unbestechlicher Mensch. Und der Norbert Hofer ist dasselbe. Es ist schon ein Phänomen. Wir haben ja gestern hier die Diskussion Hofer gegen Sebastian Kurz gehabt. Das war ja bereits nach der Strache-Affäre, also einen schlechteren Zeitpunkt zu diskutieren, konnte sich der Hofer ja nicht aussuchen, muss man ehrlich sagen. Das heißt, man hätte ja annehmen müssen, der wird betoniert und anschließend im Voting demoliert. Aber der hat das gewonnen gestern. 50-50 war das Voting, das heißt, gleich viele Leute haben gesagt, der Hofer hat das vorne wieder so. Kurz. Daher noch einmal. Der intelligente Wähler. Und der freiheitliche Wähler ist auch intelligent. Ja. Ich habe nie Wählerbeschimpfung gemacht, bei keiner Gruppe. Ja. Mit Ausnahmen. Der intelligente freiheitliche Wähler unterscheidet sehr wohl, dass in Wahrheit Heinz-Christian Strache vor 3 Monaten zurückgetreten ist und dass es jetzt in Wahrheit um Hofer und um Kickl geht. Jetzt ist doch nicht mehr einer da. Genau. Was wir jetzt aufpassen müssen, was jetzt versucht wird, und Sie machen das andeutungsweise, ist, Heinz-Christian Strache zu einem wandelnden, personifizierten Einzelfall zu machen. Das ist er natürlich nicht. Es gab Menschen, und das schaue ich mir an, was Harald Wilimski gewusst hat als Generalsekretär. Ich schaue mir an, was die Präsidiumsmitglieder Kickl, Hofer und Co. gewusst haben über die Spendenaffäre, über das Spesen und so weiter. Also man muss sich das schon anschauen, was wussten die engsten Führungszirkel. Was man nicht machen kann jetzt, ist zu sagen, das konnte man bei Ibiza noch machen. Der Heinz-Christian Strache und der Gudenus haben gesoffen und sind irgendeiner Blondine auf den Leim gegangen. Blöde Geschichte, passt. Aber das, was jetzt aufgekommen ist, ist ja eine systemische Geschichte. Und da sind viele Menschen dabei. Und man muss sich die Frage stellen, ein Dominik Knepp, der ja in erster Linie jetzt die politische Verantwortung für Wien trägt, hat gesagt, es gab Beschlüsse im Wiener Präsidium. Das muss ja einer geben.
genehmigt und ausbezahlt haben. Irgendjemand hat es gebucht. Und es wird auch sicher nicht so sein, dass Heinz-Christian Strache und die Buchhalterin belangt werden, sondern da gibt es politisch Verantwortliche und die werden ganz oben anzusiedeln sein. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, auch Norbert Hofer, also ich hab mir angeschaut, ich habe es nachgelesen, das Duell zwischen Kurz und Hofer, da spricht Sebastian Kurz davon, dass die Vorgänge innerhalb der FPÖ grauslich Zitat, grauslich sind. Er spricht der Stenzel bei den Identitären an, er spricht aber auch die Spesengeschichte an und er sagt, die Bartherapie ist gescheitert. Also wenn Sebastian Kurz 3 Tage vor der Wahl festhält, und ich halte das für taktisch sehr richtig, dass er sagt so, liebe Freunde, mir reicht's jetzt. Mir reicht's mit dem Rechtsextremismus, mir reicht's mit der Korruption und mir reicht's auch mit dem, warum er gesagt hat, Herbert Kickl darf nicht mehr Innenminister sein, nämlich weil er in seiner Amtsführung versagt hat. Also das, was Sie meinen, Herbert Kickl wäre persönlich ein guter Typ, das maße ich mir nicht an. Ich kenne Herbert Kickl persönlich nicht und ich will es auch nicht kennen. Aber wenn ich mir seine Amtsführung als Innenminister anschaue, wo ich mir anschaue, was die Leute verdient haben dort, was für Überstundenexzesse es gab und was für von Fantasieuniformen und Reiterstaffeln um Millionen, die jetzt eingestampft werden, dann muss man sich schon vor Augen halten, dass Herbert Kickl bewiesen hat, dass er unfähig ist, Teil einer Regierung zu sein. Und deswegen hat Sebastian Kurz zu Recht gesagt, Herbert Kickl darf nie wieder Teil einer Regierung sein. Und er hat gestern auch gesagt, die Bartherapie ist gescheitert. Und damit jetzt, Moment. Wir kommen jetzt zum Schluss dieser Runde. Ist es ein Supergau für die FPÖ? Und welche Auswirkungen wird es am Sonntag haben? Ja, ich glaube schon. Diesmal ist die Grenze eindeutig bei vielen Menschen überschritten. Und die Auswirkung wird sein, dass die FPÖ runtergeht auf das Kernklientel. Es gibt 10-15% Unverbesserliche. Ich beschimpfe die auch nicht, aber ich stelle das schon... Du glaubst allen Ernstes, dass die FPÖ auf 10-15%... Nein. Ja. Ich glaube, dass sie zwischen 16-18% kommen also werden. Also auf das EU-Ergebnis. Genau, das halte ich für realistisch. Aber jedenfalls wird kein Zweier mehr da vorne sein. Und den hat Heinz-Christian Strache jetzt zu verantworten. Und Gerhard Gross, du warst einmal bei 25% und auf Platz 2. Du hast mir diese Frage noch nicht beantwortet. Nein, was glaubst du, wird diesen Sonntag sein? Ist es ein Supergau? Zuerst die Frage beantworten, dann den Braun Mähner. Das habe ich vorher beantwortet. Der Freiheitliche Wähler unterscheidet sehr wohl, wer die Spitzenkandidaten sind, wer das Team ist. Also du bleibst der dabei, dass die FPÖ 25% macht am Sonntag? Das glaube ich nicht, dass sie 25% macht, aber es wird deutlich über 20% sein. Deutlich über 20%. Aber jetzt kurz einen Satz dazu. Dass sie Zweiter wird oder nicht? Das weiß ich nicht. Vor allem 3 Tage vor der Wahl. Ich bin jetzt Esmeralda mit der Glaskugel. Der sozialdemokratische Wähler neigt ja auch dazu, dass man ihn quasi direkt ins Gesicht schlagen kann, weil trotzdem die SPÖ. Also selbst bei Emmerla Joy, Randy Wagner werden sich noch ein paar sozialdemokratische Wähler finden, aber nur retour, weil es um die Paartherapie gegangen ist zwischen Hofer und Kurz, die sich gestern unter deiner Ägide hier abgespielt hat. Das kann auch nicht funktionieren, ja, bei der Gelegenheit. Bei so einem Mediator haben wir uns seit einem halben Jahr auch nicht vertragen. Also das ist ja kein Eheberater, das ist ja Anstacheln in Wahrheit. Also mal bei der Gelegenheit, also das ist einmal das Erste. Jetzt muss ich wohl das Zweite, ist, nehmen, das Zweite also. Ist, der Herbert Kickl hat als Innenminister eine untadelige Arbeit geleistet. Jawohl, er hat das Regierungsprogramm abgearbeitet. Er hat das Regierungsprogramm ordnungsgemäß abgearbeitet. Sebastian Kurz hat Balkanroute müssen wir schließen gesagt, Herbert Kickl hat es getan. Sebastian Kurz hat gesagt, illegale Asylbewerber abschirmen, Herr Kickl hat es getan. Diese Politik mag Ihnen gefallen oder nicht, aber in seiner Amtsführung war er untadelig. Und die große Geschichte der ÖVP, dass der Kickl an allem schuld wäre, hat ja nicht in Wahrheit funktioniert. Denn heute war es kein einziger Wöller, der fragt sich der Wöller, ja, was haben die alle gegen den Kickl? Der war ja ein guter Innenminister in Wahrheit. Und wir brauchen keinen netten, freundlichen Innenminister. Ich habe schon einen einmal schon gesagt, dass ein Hund da lieb ist. Aber deswegen brauche ich keinen Hund als Innenminister. Fantasieuniformen, Reiterstaffel, was für Fantasieuniformen? Eine Jacke vom österreichischen Katastrophenschutz ist erstens keine Fantasieuniform. Und eine berittene Polizei, die wir in allen europäischen Monopolen haben, Millionen in allen europäischen Städten stimmt haben, eine berittene Reiterstaffel, ist nicht ihre SA-Staffel, die sie da ständig immer wieder injizieren also, wollen. Ich weiß ja, was sie sagen wollen. Entschuldige, bei einer Polizei ist halt Staffel, aber jetzt haben Sie gerade die Nazi-Keule hingelegt. Das habe ich nicht gemacht. Der Gerhard Gross ist der Meinung, der Kickl und der Hofer werden für die FPÖ die Kastanien noch aus dem Feuer holen. Viel Spaß. Das Ganze wird nicht so tragisch enden.
Und die FPÖ wird es deutlich über 20% schaffen. Und der Sozialdemokratie. Sebastian Born-Mehner ist der Meinung, das war ein Super-GAU. Ja. Und die werden aufs EU-Wahlergebnis von 17%. Du glaubst nicht, dass das ein super. Du glaubst nicht, dass das ein Super-GAU für die FPÖ ist, was jetzt passiert. Nein, weil erstens der Wähler sehr wohl unterscheidet, wer kandidiert, und zweitens der Wähler auch nicht unbedingt das, wo es glaubt, was in irgendwelchen Zeitungen drinnen steht, nur weil Journalisten glauben, du sie können Politik nicht, machen. Du glaubst nicht, dass der Strache am Dienstag ausgeschlossen wird aus der FPÖ? Naja, ja, noch einmal, wenn an dieser Sache was dran wäre, ja, strafrechtlich relevant dran wäre, dann ist alles möglich. Wenn aber strafrechtlich nichts relevant ist, können Sie alle nächste Woche bei Herrn Strache eigenhändig entschuldigen und sagen, es tut uns so leid, wir haben dich missbraucht für den Wahlkampf. Also du glaubst nicht, dass der Strache ausgeschlossen wird, sondern dass sie alle entschuldigen werden. Ich kenne die Buchhaltung nicht, ich habe noch keinen einzigen Beleg gesehen, ich bin nicht Mitglied der Freiheitlichen Partei, ich gehöre nicht zu ihrer innersten Strache. Ich glaube grundsätzlich immer an das gute Menschen, ja. Ich glaube ja auch bei Sebastian Born-Mehner immer ans Gute, sonst hätte er nicht aussitzen. Er glaubt zumindest bei der Philippa die Hoffnung stirbt zuletzt. An das Gute, ja. Und war offenbar einigermaßen ergriffen von ihrem Auftritt. So, das war die erste Runde Born-Mehner gegen Gerald Gross. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Denn in dieser Pause werde ich Ihnen die neue Umfrage, die letzte Umfrage vor der Nationalratswahl präsentieren. Und dann diskutieren wir beide über diese Umfrage und über den kommenden Sonntag. Und vor allem über die Frage, mit wem verflucht noch einmal wird denn der Sebastian Kurz jetzt regieren? Weil jetzt bleibt ja bald niemand mehr über, muss man ehrlich sagen. Über das diskutieren wir gleich. Also, kurze Werbepause, dann die Umfrage und dann kommen die Streithähne zurück, um den Sonntag und die Koalitionen zu diskutieren. Wir sind gleich wieder da. Wähler live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wähler. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wähler live. Ja, das war also die Umfrage, die wir jetzt gesehen haben. Die letzte Umfrage vor der Wahl, man muss dazu sagen, sie musste am Sonntag durchgeführt werden, weil es in Österreich ein Abkommen der Meinungsforschungsinstitute gibt, das in der letzten Woche nicht mehr befragt wird. Da sind also die Daten von Samstag und Sonntag, also vor der Strache-Affäre, vor dem Strache-Drama, 21% FPÖ, 23% SPÖ, und 34% ÖVP. Was glaubt der Sebastian Born-Mehner? Wenn die FPÖ runterfällt, wie du glaubst, dann müsste ja wahrscheinlich die ÖVP steigen, oder? Ja, also ich glaube, was wir jetzt erleben werden, ist, dass Sebastian Kurz das Ergebnis, das vor zwei Wochen zwar prognostiziert, aber aus meiner Sicht nicht haltbar war, tatsächlich kommt. Ich glaube, er wird in die Richtung 36-38% gehen und dann nimmt er direkt... Weil er sich 2-4% ganz genau, von der die holt er sich direkt FPÖ von den Effen, ja? Definitiv. Das wird, die werden bei ihm einzahlen, weil er macht in manchen Bereichen eine genauso rechte Politik, wie das die FPÖ früher gemacht hat, bevor sie sich vollends radikalisiert hat. Nur skandalfrei, genau. Also das ich kann meine, man in der ÖVP nicht. Gestern deutlich offengelegt hat, dass er nicht einmal Gehalt kassiert, war taktisch nicht unklug. Ne? Ich glaube, dass man Sebastian Kurz auf dieser Ebene wirklich überhaupt nichts vorwerfen kann. Und ich kann ehrlicherweise, wenn ich einen Wählerpool von Schwarz-Blau habe, der 2017 haben wir es gesehen, das waren ungefähr 60% der Bevölkerung oder mit den Neos vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit, würde ich auch eher empfehlen, die ÖVP zu wählen als die FPÖ. Das ist dann spannend, hat man zumindest keinen Rechtsextremismus. Weil du ja begeisterter Falterleser bist. Und dass du sagst, dass man ihm nichts vorwerfen kann. Aber noch viel begeisterter Österreich-Leser. Nach Veröffentlichung der Buchhaltungsunterlagen der ÖVP ist spannend. Naja, aber ich finde es nicht uninteressant. Zuletzt gab es ja auch die Entwicklung, dass der Falter Chefredakteur in die ÖVP gegangen ist und gesagt hat, schaut's Freunde, ich habe da das und das und das gefunden. Und dann hat sich der Generalsekretär, glaube ich, der Nehammer, mit dem hingesetzt und gesagt, na gut, schauen wir es uns an. Und dann hat der Falter Chefredakteur getwittert, ich sage euch offen, das ist keine Geschichte. Also da ist nichts dahinter. Insofern, ich habe das Gefühl, dass die ÖVP bei aller inhaltlicher Kritik, und ich habe viel an der ÖVP inhaltlich thematisch zu kritisieren und programmatisch vor allem, aber ich glaube, dass wir gewisse Formen der Korruption und vor allem der Grauslichkeiten, also der menschenrechtlichen Grauslichkeiten, wenn ich an Rechtsextremismus, Antisemitismus und so weiter denke, nicht haben werden. Und das ist auf jeden Fall, als ein Antifaschist, der ich bin, mir 100-mal lieber als die FPÖ, die ständige Abgrenzungsschwierigkeiten zum Neonazismus hat. Du glaubst, dass die 21%, die wir in der Umfrage für die FPÖ haben, nicht mehr haltbar sein. Maximal 18%. Da fallen 4% oder 3% weg. Die wandern zum Kurz. Wird die SPÖ, die
Sozialdemokratische Partei auch profitieren? Ja, ich glaube aber, dass die Sozialdemokratie sowieso unterbewertet war in den letzten Wochen. Ich denke mir, dass wir sie bei 24, vielleicht sogar 25% sehen werden. Das wäre eigentlich, es wird ja jetzt immer von Pamela Rendi-Wagner als der Löwin, die kämpft bis zum Umfallen. Das tut sie tatsächlich. Ich habe jetzt auch viel aus den Regionen Rückmeldungen bekommen, dass sie einen beeindruckenden Wahlkampfabschluss hinlegt. Ich glaube, dass sie die 24-25% bekommen kann. Das ist immer noch das schlechteste Ergebnis für die SPÖ in der Geschichte der Zweiten Republik. Aber ein blaues Auge. Aber im Vergleich zu dem, wo es schon waren, ein Geschenk des Himmels. Gut, also Sebastian Born-Mehner tippt 36-38% für Kurz, genau. 24-25% für die SPÖ und irgendwo zwischen 16-18% für die FPÖ. Das halte ich für sehr realistisch. Sebastian Born-Mehner-Tipp. Ja. Und wir sehen uns ja am Sonntag im Studio. Ich kann dich also sozusagen gleich beuteln, wenn der Tipp nicht stimmt. Wir sehen uns auch am Sonntag. Ja, das ist dein Tipp, Gerhard? Was ist dein Tipp? Ich glaube, dass die Nationalratswahl eine Spiegelwahl zur EU-Wahl wird. Also das heißt, es hat sich die letzten zwei Monate tektonisch in der Wählerverschiebung nicht viel getan. Es war ein Schmutzwahlkampf, Schröder geht, Ibiza geht, Hacker geht, Cyber geht, Fieber geht, alles mögliche. Aber es geht natürlich deutlich mehr Leute hin, es können die ausländischen Studenten nicht mehr mitstimmen. Ja, das stimmt, muss man das sind einige Dinge, bitte. Die auch was... Einige Dinge, die anders betrifft, sind als ja, bei der das EU betrifft vor allem die NEOS und die Grünen. Genau. Aber das betrifft jetzt nicht die großen Parteien. Es betrifft nicht die Sozialdemokratie, die FPÖ und die ÖVP. Daher glaube ich, dass das Wahlergebnis relativ spiegelverkehrt sein wird. Das heißt, die ÖVP gewinnt, und zwar massiv, da gebe ich Ihnen recht, da gebe ich auch der Umfrage recht. Die SPÖ, die Umfrage hat sie derzeit nur unter Anführungszeichen bei 34%. Ja, alle mal gewinnen es 2% oder 3% dazu. Das ist ja an sich nicht mehr schlecht. Werden, das weiß ich noch? Nicht, aber ich glaube, dass der Erfolg da ist. Sebastian Kurz wird Erster werden. Die Sozialdemokratie wird wie immer verlieren. Das heißt, sie wird verlieren, weil die Sozialdemokratie seit Jahren verliert, weil sie sich inhaltlich nicht neu aufstellt, sondern immer nur das Spitzenpersonal austauscht, anstatt einmal eine Reform an Haupt und Glieder durchzuführen. Und die Freiheitliche Partei wird recht passabel abschneiden, trotz Ibiza und trotz der Schmutzkübelkampagnen, die also gegen sie gefahren wird. Also du bleibst dabei, die werden über 20% fahren, obwohl sie bei der EU-Wahl, wenn du sagst Spiegelbild, nur 17% hatten. Ja, aber da gebe ich dir in diesem Fall recht und du hast es selbst eingeworfen. Es wird eine andere Wahlbeteiligung sein und es ist auch ein anderer Wahlgang. Und es fallen auch durch die Wahlarithmetik viele grüne Wähler weg, also sprich und alle Unionswähler. Und es ist ein Norbert Hofer Spitzenkandidat, der natürlich sympathischer ist als ein Harald Wilimski. Muss man auch dazu sagen. Also ich meine, der Hofer ist schon ein Phänomen. Ich glaube jetzt nicht, ich will jetzt niemanden die Sympathie oder die Antipathie hinzudividieren oder absprechen. Es geht um etwas ganz was anderes. Der freiheitliche Wähler ist, was zumindest die Europäische Union betrifft, ein Protestwähler. Und dieses Protestwählerpotenzial bei EU-Wahlen teilt sich auf in Leute, die tatsächlich Protest wählen oder tatsächlich in Leute, die sagen, mir ist überhaupt wurscht, ich gehe gar nicht hin. Und das ist immer das Problem der freiheitlichen Partei bei der EU-Wahl gewesen. Ja. Daher glaube ich auch, dass selbstverständlich das Ergebnis bei der Nationalratswahl besser sein wird für die Freiheitlichen als bei der EU-Wahl, weil der freiheitliche Wähler bei der Nationalratswahl hingeht, weil er sagt, ja, und da geht's bedeuten, was. Dass der ganze Strache-Super-GAU keine Auswirkung auf das FPÖ-Wahlergebnis hat, weil wir haben sie bei 21% in der Umfrage gesehen und das ist ja auch dein Tipp. Ich sage ja, der Mensch unterscheidet. Ja? Und der Mensch hat ein feines Gefühl für etwas Inszeniertes oder für etwas Wahres. Und das genau drei Tage vor einer Wahl, ja, diese ganze nebelhafte Nachrichtenlage auftaucht und in Wahrheit kein Mensch mehr weiß, was da überhaupt passiert ist, verwirrt mehr, als es wahlentscheidend ist. Glaubst du? Das mag sein, nur ein Punkt dazu, das mag sein, aber das hat natürlich einen maximal demobilisierenden Effekt auf die FPÖ-Wählerschaft. Weil wenn du verwirrt bist und also nicht mehr überzeugt davon bist, dass es wichtig ist, deine Stimme zur Wahlzelle zu tragen und dort ein Zeichen des Protests zu setzen, weil viele FPÖ-Wähler wollen ja der SPÖ was auswischen. Und wenn sie jetzt die Verwirrtheit haben, zu sagen, naja, aber die FPÖ kann ich auch nicht mehr unterstützen, weil ich weiß nicht, wer für das System Strache stand, weil inzwischen wissen wir, es ist keine Einzelgeschichte mehr, sondern es ist eine systemische Geschichte. Und ich glaube, das wird demobilisierend sein. Und deswegen werden sie weniger Stimmen bekommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Diese Affäre jetzt ist das Entscheidende, was noch gebraucht hat, dass viele Leute sagen, und jetzt reicht's mir. Exakt.
Und genau deswegen sagen auch viele andere Leute, hoppla, 3 Tage vor der Wahl kommt wieder so eine Keule, um Leute zu veranlassen, nicht zur Urne zu gehen. Und das ist aus meiner Sicht klare Wahlmanipulation. Und die Menschen durchschauen die Absicht und merken, hoppla, da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Gut, ist deine Meinung. So, Sebastian, nach der Wahl, wie geht's weiter? Ja, der arme oder auch nicht arme Sebastian Kurz, der Thomas Hofer sagt, er hat jetzt die Wahl zwischen Pest, Cholera und Ebola. Ja, so ungefähr kommt ihm das vor. Wie siehst denn du das? Ja, ich sehe das überhaupt nicht so. Ja. Ich denke mir, es gibt ein paar spannende Konstellationen, weil ganz ehrlich, alles abseits von Schwarz-Blau ist für dieses Land besser. Ich glaube, Schwarz-Blau hat sich erledigt. Wenn wir viel Glück haben, hat sich's erledigt. Wenn die Freiheitlichen es über 20% schaffen, dann werden wir Schwarz-Blau bekommen. Wenn das eintritt, was ich glaube, nämlich, dass die Blauwähler wieder zur ÖVP zurückgehen, dann werden wir wahrscheinlich eine andere Konstellation haben. Es gibt aus meiner Sicht 2 realistische Szenarien, weil eine Dreierkoalition wird es nicht geben. Nein, das glaube ich nicht. Es ist viel zu komplex. Es ist in der Amtsführung zu komplex, deswegen haben wir es in Österreich auch noch nie gehabt. Und auch die einzigen Konstellationen, die spannend wären, nämlich mit den Grünen und den Neos, geht sich inhaltlich nicht aus. Also Schwarz-Grün, da habe ich ja auch in einem Gastkommentar darüber geschrieben, hätte einen gewissen Charme. Die ökosoziale Konstellation, zu sagen, wir haben die... Du meinst, wenn der Kurz raufgeht, ja, wenn der auf 37 geht, 38%, und der Kogler 13-14% macht, dann geht sich... Und die Grünen ihre 11% oder 12% machen, ich glaube, dass sie sogar 13-14 schaffen können. Also du meinst, das schaut jetzt danach aus, dass vielleicht sogar Schwarz-Grün alleine am Sonntag möglich wäre. Ich glaube, es könnte sich ausgehen und ich glaube, es wäre sehr spannend. Also was ich in den Bundesländern so mitbekomme auf meiner Tour, ist auch, dass es ganz viele Menschen gibt, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich, die sich das wünschen würden, weil sie sagen, dann bekommen wir das Traditionelle, das uns so wichtig ist, auch zu verteidigen, aber gleichzeitig auch einfach die ökologischen Notwendigkeiten anzuerkennen, weil man kann sie natürlich wie die Freiheitlichen einbunkern und sagen, der Klimawandel ist nicht menschgemacht und den gibt es nicht. Oder man kann die Verantwortung für seine nachfolgende Generation ernst nehmen. Also die katholische Landjugend im weitesten Sinne ist ja mittlerweile fast flächendeckend schwarz-grün oder türkisgrün. Deswegen muss der Böginger auch ausrücken und sagen, die gehen alle nach Wien und werden grün. Also ich glaube, da gibt es eine spannende Konstellation. Die brauchen nicht nach Wien gehen, die werden auch schon in Kitzbühel und in Wörgl und in Kufstein grün. Ja? Die zweite Sache, die große Koalition unter Anführungszeichen, also die sozialpartnerschaftliche Konstellation, die halte ich für ein bisschen unrealistisch. Ich weiß, dass in der SPÖ jetzt Stimmen stark werden, die sagen, Hauptsache regieren. Ich warne nur davor, weil ich glaube, dass in dieser Konstellation die SPÖ nur verlieren kann. Ich glaube aber grundsätzlich, und das muss ich auch vorweg sagen, egal was für eine Regierungskonstellation wir haben, meine Prognose ist, in spätestens 2 Jahren wählen wir wieder. Weil ich glaube, egal was jetzt rauskommt, wird nicht so deutlich eine Mehrheit haben und vor allem auch nicht den gesellschaftlichen Rückhalt haben, um tatsächlich die Reformen anzugehen, die wir jetzt bräuchten. Ja, es gibt ja das Gerücht, dass Türkis-Grün-Neos im Bundesrat wahrscheinlich nicht einmal eine Mehrheit hat, keine Mehrheit im Bundesrat bekommen wird, damit eigentlich seine Gesetze gar nicht mehr durchbringen kann. Und wenn das für Türkis-Grün-Neos gilt, dann müsste das ja wahrscheinlich für Türkis-Grün alleine auch gelten. Gerald Gross, die 2 Szenarien, die der Sebastian begeistert jetzt auf den Tisch gelegt hat, ich fürchte mich die davor. Müssten dich ja nahezu in schlaflose Nächte treiben. Ja, also er hat nicht Unrecht. Also es gibt eine Gruppe rund um Kurz von Beratern und Kurz selbst, die Schwarz-Grün wollen. Und er hat vollkommen recht. Jede Stimme in dem Sinn, die den Sebastian Kurz zu 38-39% bringt, macht es möglich, dass Schwarz-Grün auch in Zukunft, ohne Neos, auch in Zukunft eine Regierungskonstellation in Österreich bilden. Und jede Stimme, die Freiheitliche Partei über 20% bringt, verhindert es und legt den Grundstein für eine Fortsetzung für Türkis-Blau. Das war im Übrigen eine Wahlempfehlung jetzt mittlerweile an nebenbürgerlichen Wähler der ÖVP, die FPÖ zu wählen. Ich gratuliere Ihnen zu dieser ideologischen Weitsicht, die Sie da gehabt haben. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Was passiert, wenn Schwarz-Grün kommt? Dann wird der Migrationspakt selbstverständlich unterschrieben, der UN-Migrationspakt. Ja, dann wird Österreich dem Migrationspakt beitreten. Dann freue ich mich auf den einen Tag, wo dann die erste Landwirtschaftsministerin der Grünen, das ist dann die Frau Alef Koren oder die Frau Sigi Maurer, auch Stinkefinger-Maurer bekannt, dann in das Landwirtschaftsministerium oder ins Innenministerium einzieht und in Österreich entweder Landwirtschafts- oder Sicherheitspolitik macht. Ich sage Ihnen dann Folgendes, dann wandere ich aus. Also wenn die Grünen in Österreich das Innenministerium... Nach Venedig, dann Venedig oder dann
jetzt, glaube ich, Vorzugsstimme wenn die Grünen, wenn die Grünen in Österreich das Innenministerium besetzen, Herr Groß, dann habe ich jetzt keinen Platz mehr. Jetzt haben Sie einen neuen Wahlkampfschlager. Ja. Eine Stimme für Sigi Maurer ist eine Stimme für den Ausschluss von Gerald Groß aus Österreich. Ich meine, dass Sie das Innenministerium besetzen, steht ja nicht zur Diskussion. Das ist absurd, bitte. Ich weiß nicht, wer von euch beiden dort am Koalitionstisch da bei Schwarz und Grün sitzt. Aber die erste Bedingung wird sein, die erste Bedingung der Grünen wird sein, dass sie das Landwirtschaftsministerium, das Umweltressort bekommen und auch Sicherheitspolitik machen. Ja, so ist es. Und auch Gesellschaftspolitik machen. Und dann sage ich Folgendes. Wahrscheinlich das Sozialministerium, dann gibt es die offenen Grenzen. Dann gibt es eine grüne Landwirtschaftspolitik, wo die Förderungen für unsere kleinen und mittelständischen Bauern gestrichen werden. Im Gegenteil, die grüne Politik bedeutet... Dann gibt es die CO2-Steuer für Österreich, dann gibt es die Erhöhung der Treibstoff- und Mineralölsteuern und dann gibt es die Abschaffung der Pendlerpauschale. Es ist recht einfach. Die Grünen fordern eine CO2-Steuer, also die kommt. Die Grünen fordern eine Erhöhung der Mineralölsteuer, also die kommt. Bravo. Dann haben wir eine Belastung für Österreichs Bürger, eine Milliarde, und die Pendlerpauschale wird zurückgefordert. Im Sinne einer sogenannten Steuerungsmaßnahme, dass man viel mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr bringt. Wunderbar, so das ist ein Anschlag auf die, das ist ein Anschlag auf die österreichische Bevölkerung. Die persönliche Freiheit. Ja, aber da wünsche ich allen viel Spaß. Aber da müssen Sie doch lieber Spaß. Also wenn Schwarz-Grün wirklich kommt, dann sage ich gute Nacht Österreich. Wanderst du jetzt generell aus, wenn Schwarz-Grün kommt oder nur, wenn ein grüner Innenminister wird? Ich glaube, wenn ein grüner Innenminister wird, dann das ist ja ausgeschlossen. Also damit bleibst du uns ja leider. Du wanderst aus, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Sonst lasse ich mich aus dem Sektionslokal der SPÖ Saint-Tropez zuschauen. Dass die Grünen das Innenministerium bekommen, ist ausgeschlossen. Nein, das ist ausgeschlossen. Wer weiß? Ja, die werden ja nicht den Kickel rausgekratzt haben, damit es dann der Grünen ist. Es hat so viele Dinge gegeben in Österreich, die Vorwahlen ausgeschlossen worden sind, nach der Wahlwahlsmöglichkeit. Es hat 99 ÖVP-Spitzenkandidaten Wolfgang Schüssel gegeben, der ausgeschlossen hat, dass er als Bundeskanzler ist. Also du bist schon jetzt leicht depressiv, obwohl der Wahltag noch nicht einmal da ist. Werde heute weil noch meinen Psychiater aufsuchen. Weil du schon ahnst, dass dir böse schwappt. Oder dass deiner Meinung nach diesem Land böse schwappt. Wir haben jetzt Gott sei Dank 4-5 Minuten ein wenig Spaß gehabt. Ja. Aber zurück. Natürlich besteht die Gefahr, dass es zu Schwarz-Grün kommt. Das Team rund um Kurz will es so. Ja? Wer die gestrige Sendung unter dem Mediator Wolfgang Fellner, quasi unter dem Eheberater, gesehen hat, hat gesehen, Türkisblau kommt nicht mehr. Es war das unmöglich, dem auch nur ansatzweise. Das war gestern eine Scheidungsverhandlung. Ja, genau. In Wahrheit hat Sebastian Kurz gezeigt, er will nicht mehr. Genau. Ja? So, also wird nur Schwarz-Grün entweder kommen, also wenn die Freiheitlichen abstürzen sollten, wird entweder nur Schwarz-Grün kommen oder wenn es nach den Landeshauptleuten geht, also Schützenhöfer, Mikl-Leitner, Platter und Co., kommt es zur großen Koalition, nämlich dann wird die Frau Beimeler-Czauer die Wagner-Vizekanzlerin. Der Platter will Schwarz-Grün, entschuldigen für mich. Nein, aber hundertprozentig. Egal. Also du glaubst, wir haben Schwarz-Grün oder große Koalition, was glaubst du eher? Ich befürchte, es kommt Schwarz-Grün. Trotz der Korruptionsgeschichten in Wien. Mit dem Herrn Kohr, das kann dann ein grüner Innenminister aufklären, den Korruptionskanal. Blümel schlecht wird, wenn die Wiener Grünen da eine Rolle spielen in der Bundesregierung. Schauen Sie, in der Politik gibt es leider Gottes immer mehr verlogene Technokraten der Macht. Und für ein wenig Macht überbrückt man auch ideologische Differenzen zum Nachteil der Bevölkerung. Das ist das große Problem unserer Politik, deswegen gibt es einen Frust innerhalb der Bevölkerung. Also was kommt? Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot? Ich glaube Schwarz-Grün. Schwarz-Grün. Ja. Du glaubst? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird... Sie haben es aber gerade vorher gesagt, dass Schwarz-Grün... Nein, ich habe gesagt, dass es eine Scham hätte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Genau, es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das eine an Scham hätte und ich glaube, dass das andere zum Untergang der SPÖ führen würde. Was ich glaube, dass kommt... Das was zum Untergang der SPÖ führen würde? Schwarz-Rot. Ich glaube, Schwarz-Rot... Zum Untergang der SPÖ führen? Ja, schauen wir uns nach Deutschland an. Nein, Wolfgang, schau nach Deutschland. Schau, was mit der SPD... Das stimmt, aber schau, was die SPD jetzt in der großen Koalition, was ihr passiert. Sie stürzt
Verlust, ins Bodenlose. Auch dort hat man geglaubt, man kann sich retten, indem man den Zugang zu den Ministerien hält, und man schafft es nicht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich die Performance der letzten 1,5 Jahre der SPÖ gesehen habe in der Opposition, dann bin ich mir nicht sicher, ob die es in der Regierung besser machen. Ich glaube, die SPÖ braucht eine Runderneuerung. Die wird es nach der Wahl zweifelsohne geben. Und ich glaube, dass sie besser beraten ist, in Opposition zu sein, dort wieder zu erstarken und dann das zu machen, was Alfred Gusenbauer, ohne Alfred Gusenbauer als persönliches Beispiel zu nehmen, aber aus der Opposition heraus gestärkt dann wieder in eine Regierung reinzugehen. Und die 1-2 Jahre, die Kurz jetzt mit wem auch immer auf Bundesebene rüberbrechen wird, durchzudrucken. Weil egal, welche Konstellation wir haben, sie wird nicht länger als 2 Jahre brauchen. Hundertprozentig. Die nächste Regierung hält nicht lange. Und wenn sich die SPÖ aufstellt, wer kommt dann statt Rendi? Na, ich bin davon überzeugt, dass das Gegenmodell zu Thomas Trotzter kommt, also eher jemand aus den Regionen. Es wird ja gemunkelt über Menschen aus der Steiermark. Es gibt Menschen aus dem Burgenland, die immer wieder im Gespräch sind. Ich glaube, Menschen in der Steiermark leben, ja. Also ich finde, es gibt gute Leute in der Sozialdemokratie in der Steiermark. Es gibt Leute wie den Jörg Leichtfried, die ich sehr schätze und die sehr gut sind. Und ich glaube, dass da viel Personal... Ich dachte, du denkst an den Herrn Schickhofer. Der gerade wegradiert werden Nein, wird bei das glaube ich, glaub ich nicht, aber, ja. Aber es gibt auch Leute wie den Max Lercher, bitte. Es gibt Leute an der sozialdemokratischen Basis, die leben das, wofür die Sozialdemokratie eigentlich stehen sollte und für die die Sozialdemokratie früher gewählt wurde. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Jedes Mal, wenn diese Personen, ob sie gut sind oder nicht, sei dahingestellt, von Ihnen genannt werden, sinken die Chancen, dass sie jemals in der Republik was werden. Das ist das Riesenproblem. Naja, aber Max Lercher ist bei aller Wertschätzung ja kein Bundesparteivorsitzender. Darum geht es ja nicht. Und der Leichtfried hat einen guten Schmäh, aber ob das ein Bundesparteivorsitzender ist, das Problem der SPÖ ist nicht der Kopf. Es war schon der Herr Kern und die Frau Joy Rendi Wagner Parteivorsitzende. Das Problem der SPÖ ist nicht die Rendi Wagner. Das Problem ist nicht die Rendi Wagner. Das ist eine wirklich gescheite, anständige Frau. Sie ist nicht das Problem der SPÖ. Aber das Totenglöckchen schon geläutet. In Wahrheit kannst du dort einen Wasserhydrant nah hinstellen. Das Ergebnis bleibt gleich. Bitte. Wenn die Regierung unter 23% oder Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ist rot. Ja. Na, das war der Andi Schiller, bitte. Na, ja, war nicht viel also wenn die SPÖ unter 23% fällt und nicht in die Regierung dann kommt, ist die Frau Bevela-Joy auch weg. Dann übernimmt meiner Meinung nach die Wiener Partei. Und dann wird es jemand wie der Peter Hanke sein, in meinen Augen. Der dann eine Regierung führt. Der hat führt. Keine Festigung in der Basis, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil da wird es auf die Basis nicht mehr sehr ankommen in den nächsten Jahren, sondern wer ist Manager genug? Ich glaube, das um Problem der Sozialdemokratie ist, dass in den letzten Jahren zu wenig auf die Basis gehorcht wurde. Na, weil auch der Christian Kern war kein Mann der Basis. Vielleicht wäre es einmal für die Sozialdemokratie in der Zeit ein Mann. Da sind wir uns ja wohl relativ einig. Ich glaube, dass die Wiener und die Burgenländer sich das ausschnapsen werden. Naja, die Burgenländer haben gerade gehört, dass da arme Doskozil eine Stimmbandoperation haben wird. Das heißt, da ist nicht einmal sicher, ob der überhaupt antreten kann zur Landtagswahl. Also eine Stimmbandoperation. Es ist nicht einmal sicher, ob der antreten kann zur Landtagswahl. Sowas ist eine extrem komplizierte Operation. Also ob du da nach 2-3 Monaten wieder so sprechen kannst wie vorher, das wäre ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, der Dosko ist aufgrund dieser schweren Operation eher out. Und damit müssen erst recht die Wiener das übernehmen. Oder der Peter Kaiser. Der wäre natürlich, wenn man sagt Basis, dann ist der Peter Kaiser derjenige, wo man sagt, bitte komm, mach das für uns. Und der hat wahrscheinlich auch die Loyalität und den Korpsgeist und den Parteigeist, um zu sagen, dann verzichte ich auf den Wörthersee und auf meinen Landeshauptmann. Ich glaube nicht, dass einer den Landeshauptmann, den ersten in Kärnten wechselt, damit der dritte in Wien ist. Ja, aber du wirst irgendjemand brauchen, der diese Partei wieder führt. Ja. Und außer den Herren. Frag mal die Edith Klinger vielleicht zur Sendung. Persönlich, wer will mich? Mein Tipp, mein Tipp ist der Tipp vom Sebastian. Ich glaube, es kommt Türkis-Rot. Weil ich glaube, dass letztendlich, wenn sich der Sebastian Kurz das überlegt, Türkisblau viel zu gefährlich ist, weil das ist ja fast ein Selbstmordkommando, wenn du nicht weißt, ob es die Partei zerreißt, ob der Stache eigene Liste macht, ob das überhaupt noch eine Partei ist am Tag, wo du mit denen die Regierung bildest oder die in die Luft gehen. Und ich meine auch, Türkis Grün ist ein Hochrisikoprojekt.
Du kannst die Wiener Grünen nicht einschätzen, da laufen Korruptionsverfahren. Da kommt eine Gemeinderatswahl, wo die Fetzen fliegen werden. Unter anderem auch zwischen der ÖVP und den Grünen, nur so nebenbei. Ja? Also mit den Grünen vor der Wiener Landtagswahl in eine Koalition zu gehen, hat einen gewissen Selbstmord. Auch die Wiederauflage der Großen Koalition, 13 Jahre Streit und Stillstand, schon die Große ist Koalition, auch nicht besonders sympathisch. Wenn du dort Leute drin hast, wie ein Hanke, wie ein Kratzian, wie eine Anderle, und darauf wird es ja hinauslaufen, das wird dann eine extrem großkoalitionäre Partie. Super, da freut sich Österreich irrsinnig drauf. Ich sage ja nicht, dass es gut ist, aber ich sage, du kannst den Umschaft, aber wenn bitte, wir da einen Minister haben, der eine Kärntner-Millionärin als ausgespritzte Alte bezeichnet, dann haben wir sehr niveauvoll die nächsten Jahre. Immerhin. Wissen Sie, was ich mich dann freue? Auf die Diskussionen mit Ihnen, weil Sie können den Wahnsinn dann verteidigen. Aber ich sage dir nur eins, nachdem Chaos